Moin. Ja, an alle von euch, die erwartet hätten, dass Mario jetzt wieder durch irgendwelche Wälder und Wiesen läuft und Koopas zerstampft, die sind jetzt falsch. Also, wir spielen hier was anderes. Hier ist Sicari angesagt. Sicari, das handelt von einer Assassinen und... Ach, ich rede einfach nicht. Wir machen einfach mal an. Da ist die gute Frau. Sicari ist kein normales Kind. Sie ist ein Assassine. Als die Bösen kommen und Gefahr bringen, ist es ihre Aufgabe, diese zu stoppen. Ja, das ist Sicari. Ihr Job. Und ich bin mal gespannt, was hier so alles umgesetzt wurde. Wir haben ja oben links dann eine Energy-Anzeige gesehen. Einfach mal so Probe aufs Exempel. Was passiert, wenn ich gegen einen Gegner laufe? Verliere ich dann Energie? Ja, das ist ja geil gemacht. Kannte ich bisher nicht, dieses Feature. Ich möchte es mir mal ansehen, was es hier sonst noch in diesem Hack gibt. Also es sieht schon auf jeden Fall mal relativ gut aus. Ich bin gespannt. Ja, das war jetzt neulich auf SMW Central, habe ich mir gedacht. Kannst du dir ja mal angucken. Weil, ja, da ist es ja so, da guckt man ja auch immer nur nach dem Design. Erst, wow, was passiert hier denn jetzt? Ach, du heilige Macaroni. Ach, hier können wir nach oben und Diamanten sammeln. Ja, Diamanten ersetzen hier wahrscheinlich die Yoshi-Coins. Und das sind normale Blöcke. Ja, man muss sich erstmal an diese Grafik hier gewöhnen. Ist ja was ganz anderes. Und was habe ich jetzt gefunden? Ein Herz? Warte mal, ich guck mal. Ah, das Herz füllt dann wieder meine Energie auf. Ja, wie sollte es auch anders sein? Okay, das war ein wenig waghalsig, aber... Ich war da gierig, darf man ja auch mal sein. Gut. Dann geht's hier weit... Boah, ist das ein Chuck? Zwei Chucks? Chuck und Larry sind das. Und was habe ich jetzt gefunden? Ach, jetzt kann ich schießen. Der reine Wahnsinn. Solche Blitz-Kunais. Oh Gott. Ach, ich dachte, ich könnte da... Ja, ich dachte, ich könnte da schön auf den Ketten rumlaufen, wie das die Ninja nun mal so machen. Aber nö, geht hier nicht. So. Diese... Eieieiei. Ja, vielleicht sollte ich nicht so stürmisch hier an die Sache rangehen. Könnte nämlich sein, dass ich hier... Ah, schon wieder so einer. Mensch, jetzt Kinder nochmal. Dass ich hier beschmissen werde mit irgendwas. Das ist gefährlich. Komm her. So, Junge. Komm her. Los. Okay. Ja, ihn kennen wir ja auch noch, nur in anderer Ausführung. Ah, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das Herz. So. Ah, so viel Energie ist das ja nicht. Ist wie ein Pilz. Also... Es ist ungefähr genauso viel gewesen, wie es wäre, wenn ich einmal getroffen wäre. Werde. Okay, dann holen wir uns mal das hier. Was auch immer das ist. Ich will es haben. Ein extra Leben, ey. Schön. Kann man ja immer mal gebrauchen. Und das erste Level wäre damit so erledigt. Ha. Ja, junge Dame. Das hast du super gemacht. Aber das war jetzt erstmal das Wald- und Wiesen-Abitur. Da geht noch um einiges mehr. So. Ein nebliger Abend. Oha. Ja, das ist wirklich so ein Ninja-Feeling hier. Es wird langsam dunkel. Wir verschmelzen mit der Nacht. Und müssen uns neuen Gefahren stellen. Aber dabei diese Musik, ey, komm. Das nimmt ein bisschen die Stimmung raus. Wenn das jetzt so, ja, so ein bisschen düsterer wäre, so ein bisschen... Ich finde, so normale Standard-Super Mario-Musik ist da jetzt absolut unangebracht. Nein, kann man nicht machen. Und so schwierig ist es ja auch nicht, Custom-Music einzufügen. Ich meine, hallo. Okay, hier wird geklettert. Sieht ja lustig aus. Wie so ein Oktopus, der da hochwackelt. Huiuiuiui. Okay. Was ist denn hier so? Ach, hier kriegen wir wieder so ein Schussapparat. Sogar noch einen in Reserve. Das ist super. Das gefällt mir. Okay. Was sind das eigentlich? Münzen sind es nicht. Es sind Diamanten, so Rubine. Unsere kleine Assassine scheint ein wenig gierig zu sein. Okay. Rauf auf die Leiter. Rein ins Getümmel. Was ist denn hier unten? Es sieht so ein bisschen nach nichts aus hier. Ist hier irgendwas Geheimes? Hallo? Habt ihr irgendwelche geheimen Sachen für mich hier versteckt? Nee, habt ihr nicht. Wäre schön gewesen. Okay, und jetzt? Hier ist bestimmt auch irgendwo was... Ist ein bisschen so ganz random dahingeschmissen, ne? Aber ein extra Leben ist dabei. Ja, wirklich schwierig ist es bisher noch nicht. Aber da sind wir ja bei mir schon ein bisschen schwierigere Sachen gewohnt. Ich bin froh, dass wir einmal
eine kleine Auszeit hier nehmen können. Das ist so ein bisschen chillen, was wir hier machen. Okay, und jetzt? Ah, da kommen wir durch. Das ist alles nur Fassade. Ah, eine Tür. Jetzt gehen wir in den Berg hinein. Nee, doch nicht. Was? Ja, das war ein bisschen pointless hier, ne? Das war ein bisschen sinnlos. Waren da überhaupt Gegner jetzt in diesem Level? Na, überlege ich mal. Nee, ne? War wenig. Ja, muss auch nicht. Wir können auch heute mal ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Gegner braucht nicht unbedingt... Wer braucht Gegner? Niemand braucht Gegner. Blub, blub. Okay, was steht da drin? Einige Teile von diesem Palast wurden... Nein, haben gespaltene Wege. Sie bringen dich in die gleiche Richtung. Aber du musst bei beiden rumlaufen, wenn du ins geheime Exit rein möchtest. Okay. So. Hier mit Secret Exit, das wussten wir ja schon irgendwie vorher. Stand da ja schon. Ist so ein bisschen Captain Obvious, der ist da. Oh Gott, das ist ja eine grandiose Sache. Ist wahrscheinlich so ein ganz stinknormaler Notenblock, aber hey, der sieht super aus. Ist so ein bisschen beidseitig befahrbar, der Junge. Okay, was passiert hier? Ey! Ne, hier geht's nicht runter. Okay, ich lass das jetzt einfach mal so. Hey! Okay, wo geht's denn hier weiter? Ach, so geht's hier. Ah, nee. Ich hab genug extra Leben, ich brauch das nicht. Da sind wir mal so dekadent und sagen nein. Hallo? Ich hätte gedacht, da wäre... Da wird's weitergehen. Noch doch nicht. Dann machen wir das nochmal. So. Jetzt sind wir aber wieder klein. Das ist nicht gut. Beziehungsweise klein sind wir eigentlich immer, oder? Wir haben ja keine normalen Pilze hier. Ist ja alles komplett anders in diesem Hack. Aber das mit der Lebensenergie, das finde ich nicht schlecht. Das gefällt mir. Sowas würde ich mal gerne öfter sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht mögt ihr diese Lebensenergie nicht. Ihr wollt lieber, dass ich zwei Versuche habe und dann ist vorbei. Ja, kann natürlich sein. Dann gibt man sich auch ein bisschen mehr Mühe. Das stimmt schon, aber irgendwie finde ich das niedlich. Okay, hier lang. Ja, das ist das Problem bei so Levels, wo man weiß, dass ein Secret Exit existiert. Zum Beispiel bei sowas. Da muss man einfach runterspringen und gucken. Und manchmal ist man dann total gekniffen, wenn man das macht. Okay, so. Ihr seid ja dreiste Viecher. Geht weg. Mag euch nicht. Okay. Was soll das denn vergehen? Ach nein. Nicht ernsthaft. Ich kann keinen Shelljump, Leute. Das wisst ihr doch schon mittlerweile. Das ist so schwierig. Vor allen Dingen... Perfekt. Lief doch. Und jetzt nochmal. Machen wir noch einen. Komm her. Ach nein, das ist... Au! Das kann man doch nicht machen. Hier so auf so einer kleinen Ebene. Nee. Ah! Komm. Komm schon. Du kriegst das doch hin, gute Frau. Du bist doch ein Ninja. Ich beschleicht gerade der Verdacht, dass ich rückwärts gehe. Ach Mist. Nein, dann machen wir das einfach normal. So, gehen wir hier runter. Ja, ich mache mir gerade so ein bisschen Arbeit. Aber das ist der Bushido. Das ist der Weg des Kriegers. In jeder Sekunde sich fragen, bin ich jetzt stärker als die Sekunde davor? Und dieses Baby-Ninja-Teil da, das macht mich gerade ganz wuschig. Okay, hier ist gefährlich. Hier schießt einer. Hier schießen mehrere. Achtung! Aua! Okay. So sieht das dann aus, wenn man da stirbt. Habe ich nicht gut gemacht, ne? Deswegen bin ich einfach mal so kackendreist und lade einen Load-State. Hoch. Kann ich ja mal machen. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen hier. Hey. Ja, und man muss lernen aus seinen Fehlern. Ganz wichtig. Aus seinen Fehlern lernen. Den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Okay. Wenn wir der Logik folgen hier von diesem Schloss, müsste hier eigentlich jetzt ein Secret Exit sein. Nein, ist es nicht. Aber egal, wir haben den Schlüssel. Zack. Geh weg, Jung. Okay, ich probiere es einfach mal nicht aus, da runterzufallen. Oder doch? Weiß ich nicht. Ich hole mir jetzt erstmal ein extra Leben ab, das reicht doch schon. Da sind wir doch alle glücklich. Die verbrate ich ja hier wieder ohne Ende.
Dann kann ich auch gerne mal neue kriegen, ja. Das ist eine feine Sache. So. Dann wollen wir mal gucken. Cyberspace Run, das klingt ja vielversprechend. Okay, gib Feuer. Die haben auch komische Ohren, guckt euch das mal an. Oder gehört das zu deren Anzug? Hallo? Ach ja, super Cyberspace. Ich fühle mich gerade schon richtig psychedelisch hier. Deswegen habe ich auch so intelligent die Stacheln da mitgenommen. Ja, das ist schwierig für ein junges Mädchen. Der erste Trip. Soll man nicht machen. Ist gefährlich. Oh Gott. Was ist das denn für eine Maus hier? Hallo? Hallo Maus. Die ist gefährlich. Ach so. Das ist eine Kamikaze-Maus, die sich selber in die Luft jagt. Harakiri. Oh Gott. Oh Gott, da ist er, da ist er, da ist er. Der ist gefährlich. Der ist mega gefährlich. Ich erkenne hier nicht wirklich, was was ist. Das ist schon eine Runde schwieriger. Okay, dann gehen wir mal lieber hier runter. Mal gucken, was hier so drin ist. Hoffentlich so ein Power-Up, das ich benutzen kann. Ja, seid doch. Nee, das will ich nicht mitnehmen. Da will ich rauf. Okay. Heidewitzka, geh weg. Oh. Du machst mich ja noch ganz wahnsinnig. Die haben aber jetzt nicht so wirklich gut miteinander geredet, die Jungs hier, ne? Irgendwie ist das fast wie bei jeder solchen, ja, so eine böse Vereinigung, wo sich die Mitglieder am besten immer selber gegenseitig kaputt hauen. Hat man ja immer auch in so Filmen. Oh Gott. Ich hab's jetzt. Nimm es doch mit, junge Frau. Nee, dann nicht. Dann lassen wir es da liegen. Braucht doch eh kein Mensch. Das, genau das braucht auch keiner. Guck mal, hier gibt's gleich wieder ein neues. Was mache ich mir eigentlich so viele Gedanken? Aber warum ist das da? Das muss doch eine Bewandtnis haben. Komm, nimm mal mit. Nimm mit. Hier muss doch irgendwo ein P-Switch rumliegen. Oder wir können die Ratten dazu benutzen, das alles hier in die Luft zu jagen. Nee, können wir auch nicht. Oh Gott. Ihr seid gefährlich. Ihr seid extrem gefährlich. Wow! Ah, habt ihr das gesehen? Nee. Ja, komm. Bist du hier der Torwächter? Weg. Ich beschmeiß dich mit irgendwelchen Springboards. Dann geht's dir heute nicht mehr gut. Hast du Kopfschmerzen und morgen auch noch was davon. So, das hätten wir auch wieder geschafft. Ja, aber so lange geht das Spiel ja auch nicht mehr. Ich habe gehört, 5 Levels sollen das sein. Ja, und das nächste ist ein Schloss. Boah, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange, wenn wir das alles noch voll ausfahren hier. Gut, dann sage ich erstmal. Gucken wir uns das mal an hier. Also die Overworld, die ist ja ein bisschen linear jetzt, ne? Ein ganz bisschen, so minimal, so. So 2 Finger breit Wodka, so minimal ist das. Ja, mal 1 Finger breit. Von so einem Vorschüler. Dürfen die schon einschenken? Wahrscheinlich nicht. Gut. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Sicari, euer Mad Baron. Bye bye.